Hallo Leute, es geht weiter mit Dark Parables, Jack und das Königreich der Lüfte. Ich habe mir gedacht, da ich ja normalerweise am Wochenende etwas mehr als einen Part auf jeden Fall hochlade für ein Weekend-Game und das diesmal zeitlich nicht geschafft habe, lade ich heute mal am Montag ausnahmsweise einen nächsten Part hoch und ich denke, das ist in unser aller Interesse, um es mal so zu sagen, und hoffe, es freut euch und ich lege direkt mal los, verquatsche nicht viel die Zeit und fang an mit einem zweiten Part und ich meine genau, wir sollten hier zuletzt irgendein Rätsel lösen. Benutze die Zahl links, um eine Verbindung zwischen den einzelnen Symbolen zu schaffen. Benutze die Zahl links? Also die 2, um eine Verbindung zwischen den einzelnen Symbolen zu schaffen? Muss ich jetzt hier drücken? Muss ich da drücken? Was muss ich machen? Achso, ich soll jetzt 2 Schritte und dann die verbinden. Okay, alles klar. Von den lilanen 3 Schritten. 1, 2, 3. Und davon 4, okay. Ja. Zählt das jetzt? Ach nee, das waren jetzt die gelben. Moment, dann muss ich mal nochmal zurück. Und, ja, das lässt sich ja nochmal so machen. So, jetzt nochmal die gelben, ja. Und dann macht er jetzt erst die gelben. Ich wollte nämlich eigentlich mit 3 Schritten die lilanen jetzt verbinden. Wo soll man denn wissen, welche er zuerst nimmt? Wegen der also von den beiden? Das war jetzt doof, weil ich dachte, jetzt kommt lila. Na egal. Okay, dann eben da. 1, 2, 3. Aber das ist, fehlt dann immer noch. Machen wir noch einen dran. So, es geht auf jeden Fall auch. Aber ich komme jetzt hier nicht durch. Ist das jetzt so das... Na, das ist ja auch gemein. Da muss man ja außen rum mit irgendwas. Haha. Der kommt ja jetzt nicht durch, ne? Nee, das geht nicht. Nochmal, bitte. Ja, dann muss ich außen rumgehen. So, sonst sind die ja im Weg. Ne? Logisch. Mhm. Jetzt nehme ich mal an, er fängt mit grün an. Grün muss also jetzt so ganz außen rumgehen, würde ich sagen. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Gelb muss ja hier lang gehen. Mit 2 Schritten. Das darf ich auf keinen Fall hier blockieren. Blau darf nur 3 Schritte haben. 1, 2, 3. Das geht dann hier lang. Das heißt, hier ist noch ein bisschen Platz. Da wir jetzt aber mit grün anfangen. Grün kann nur hier lang gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber rot muss ja auch hier lang gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doch, das geht. So. Jetzt kommt rot. Das geht auch. Gelb geht auch. Und jetzt halt die 3 blauen. 1, 2, 3. Ja, das geht. Noch eine Runde? Nee, keine Runde mehr. Jetzt wäre es erst so richtig kniffelig geworden, aber okay. Habe auch nichts dagegen. Was habe ich jetzt aktiviert? Oh. Och, Kapitel 2. Und ich wollte da doch aber noch ein bisschen rumkriechen. Was war das? Wie bin ich denn hierher gelandet? Okay, na gut, vielleicht gab es da aber auch nichts mehr oder so. Bohnen. Na schön. Da soll ich nicht mehr... Ach, da darf ich nicht. So wie es aussieht, werde ich in nächster Zeit nicht in den Turm zurückgehen. Okay, dann nicht. Oh, hier dürfen wir wimmeln. Wir dürfen wimmeln. Juhu. Ich darf die Ringe auf jeden Fall schon mal nehmen. Und? Was darf ich hiervon mitnehmen? Jawohl, okay. Dachte, ich probiere es schon mal wieder aus. Lila Stein, orangenes Ding. Blauer Stern. Das da, eine Maske. Rotes Dingelbummel. So ein lila bunter Stein. Das da, so ist das das, ja. Und jetzt noch ein grüner Stein, da haben wir ihn. Alles da, verzaubertes Mondemblem.
Vielen Dank. So, was mit Jack? Wollen wir mal mit ihm reden? The prince is off on a wild goose chase. He won't be bothering us for a while. Come on, Detective. It's time to grow us a magic beanstalk. Ja, Mann. Okay. Wir folgen dem coolen Jack. Take the key. We'll need it in the Sky Kingdom. Das ist also Jacks Windmühle. Lebt er alleine hier? Ich weiß nicht. Ich nehme mal die Schaufel mit. Ich erkenne üble Fallen. Da unten muss etwas sehr Wertvolles sein. Ah ja. Warum lebt Jack so nah an diesem Bohnenstumpf? Nee, ich will noch nicht hier. Ich bleib nochmal draußen. Da können wir einen Stern reinpacken. Was haben wir hier? Ein kleines Getreidesilo. Jack hat sichergestellt, dass er alles hier hat, was er braucht. Okay. Gut, jetzt gehen wir mal rein. Das nehme ich mit. Quatschen wir mal mit ihm. To get to the Sky Kingdom. We're going to need magic beans. Wie kommen wir bloß an die magischen Bohnen? Ich nehme mal an, wenn es ein Rezept gibt, wieso wir hatten doch hier Bohnen. Müssen die noch magisch werden? Das Maskenemblem auf Jacks Abzeichen fehlt. Das ist auch das Icon für dieses Spiel. Oh, ein Buch mit Bildern von seinen Reisen und seinen Freunden. Ist das Jack mit Raphael, dem Jäger? Wer ist Raphael? Hatten wir den irgendwie im letzten Part oder so? Im letzten Spiel. Der Jäger hieß der Raphael. Das ist eine Anleitung zur Herstellung von magischen Bohnen. Praktisch. My darling Jack, your desire to reach the Sky Kingdom has become an obsession. You don't sleep, you don't eat, and you refuse to give up. Seeing you so haunted makes my heart break. Take these beans and go achieve your dreams. And afterwards, we can finally start our life together. Love, Emma. Wegen der Bohnen? Okay, ist auch ein bisschen übertrieben, wo sie jetzt wo ist. Sind sie nicht mehr zusammen? Tja, ich weiß auch nicht. Haben wir jetzt alle Bücher gehabt? Lass es gut sein jetzt, Emma. Emily, Emma. Dies scheint eine Robin Hood-Figur zu sein, aber hier fehlen einige Accessoires. Können wir dem jetzt schon was geben? Hier ist ein alter Eintrag in Jacks Tagebuch. Ich habe wieder vom Königreich der Lüfte geträumt. Meine Neugier bringt mich um. Ich muss irgendwie dorthin gelangen. Ein Foto von Jack und seinen Freunden. Okay. The people in the picture, they were my team, my friends. 10 years ago, we planned a heist on Sky Kingdom, and everything seemed to be going well. To get to the Sky Kingdom, we're going to need magic beans. Wahrscheinlich hat er versucht, seinen Schmerz über das Schicksal seiner Freunde zu betäuben. Eine Harfe. Diese Kiste ist mit einem herzförmigen Schloss verschlossen. Ja, okay. Dann gehe ich mal raus. Kann ich aber das da... Nee, ne? Nein. Was ist da hinten? Was ist hier so? Ich muss eine Anleitung finden, bevor ich diese Instrumente benutze. Hier, also da ist die Anleitung. Dann hier sind die Bohnen. So, nu... Ich brauche Pflanzendünger, Bohnenstangen, Zauberlösung und eine zerkleinerte Windenblüte. Ja, wir haben erst eins. Und sie hat ein Herz. Das können wir da hinten einsetzen. In die Kiste. Dieser süße Engel wartet auf sein Blasinstrument. Haben wir aber nicht. Das Engelchen sollte ein Saiteninstrument in einen Arm halten. Zum Beispiel eine Harfe. Okay, eine Sache ist schon mal da. Da gehört das hin. Okay, das ist Jacks Werkbank. An was hat er gearbeitet? An den Zauberbohnen, Mann. Ah, da können wir die... Können wir das... Nee, können wir nicht. Das gehört hier aber... Doch, das gehört da rein, das Mondemblem. Okay, cool. Die Wurzel ist schon lange tot. Ich sollte sie ausgraben. Ta. Tada. So, und nu? Ich kann hier nichts anpflanzen. Ach so, da kommen dann die... Die Bohnen kommen dann da rein, wenn wir denn dann so weit sind. Ja, dann gehen wir mal in die Kiste. Ah, und ein Wimmelbild. War ja klar. Komm, das kann man nehmen. Das weiß ich genau. Okay, ich dachte eigentlich das andere. Es war so klar, wenn all diese Dinge hier öffnen kann. Was fehlt mir? Die Flasche. Das Ding, das Blatt, die
Kugel. Wo ist die blaue Kugel? Und das Schnörkelding ist hier. Das ist da. Wo ist denn die Kugel? Achso, die hatte ich schon. Okay. Was habe ich bekommen? Bohnenstangen-Zauberlösung. Das ist prima. Dann können wir das ja hier auch gleich dazu tun. Wo gehört die hin? Da rein. Ui. Ich sollte mir das Rezept noch einmal anschauen. So, jetzt braucht ihr das Windenblütendingsbums. Was mache ich jetzt? Ich bin dem Königreich der Lüfte einen Schritt näher gekommen. Ja. Ja. Mehr aber auch nicht. Auf all diesen Grabsteinen steht ein und derselbe Todestag. 10 Jahre ist das her. Oha. Okay. Wenn ich zurückgehe, was ist dann? Vielleicht gibt es ja auch noch ganz woanders wieder was zu tun. Zum Beispiel hier zurückgehend und so. Vielleicht. Ach, der Pflanzendünger. Moment mal, den haben wir auch schon. Okay, sorry. Den können wir natürlich auch schon reintun. Ah. Ich sollte mir das Rezept. Ja, jetzt fehlen mir immer noch die Blüten. Traurig mal, Königsemblem, Springbrunnenschlüssel, mystischer Blau. Okay. Moment. Springbrunnenschlüssel. Wo war denn hier? Kann man hier... War hier was? Sind hier die Windenblüten? Ich drehe am Rad. Nee. Nicht so, ne? Da auch nicht. Da auch nicht. Wo sollen wir denn hin? Ganz woanders hin, aha. Königemblem. Können wir das nicht einsetzen? Die traurige Maske kann ja hier schon mal eine rein. Fehlt zwar noch eine andere. Finde heraus, wie du mit Hilfe der Bohnen das Königreich der Lüfte erreichst. Ja, ja. Ja. Gesoffen hat der Jack auch. Das ist natürlich nicht so toll. Dann gib mir mal einen Tipp. Wo soll es denn hingehen? Ach so, war das vielleicht schon direkt hier? Ja. Das weiß ich doch, dass ich das hier machen soll. Ich kenne diese Zeichnung, aber was haben sie zu bedeuten? Gut, ich habe eine Gartenschere. Was mache ich jetzt mit der? Gartenschere, Gartenschere. Was sollte denn geschnitten werden? War hier irgendwas, was geschnitten werden sollte? Da drinne? Nee. Komisch, dass es hier aber auch nichts mehr gibt, so. Hier kann man auch nicht mehr zurück. Muss eigentlich da hinten irgendwas sein. Gibt es hier irgendwas? Kann ich das hier vielleicht durchschneiden oder so? So, weiß ich auch nicht. Hier vielleicht was anderes noch? Tippi, tipp, tippi, tipp, tippi, tipp. Tipp, 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 tipp. Ich soll nämlich weggehen. Ach, die Blume. Ich brauche etwas. Ach so, so. Ja, die Blume, die... Jetzt weiß ich, wo sie ist, die Windenblüte. Okay. Die stopfen wir auch nochmal in den Kessel. Okay, wir sollen sie zermörseln. Und dann reinstopfen. Oh, reicht das schon? Ja. Magische Bohnen. Jetzt geht's los hier. Boah. Und dafür muss ich natürlich etwas tun. Das finde ich immer gut, dass das jetzt nicht einfach wächst. Ordne die Sterne und die Sonnenstrahlen neu, bis sie auf das jeweils auf der jeweils richtigen Seite sind. Muss ich das erstmal kapieren? Wie macht man das jetzt? Check das hier noch nicht mit dem Ordnen. Ja. Die sind jetzt getauscht. Kapiere ich das irgendwie noch nicht so ganz? Ach so.
Ah, okay. Sonnen müssen dann rüber. Aber kann ich nicht einfach mal den mit dem tauschen? Das ist voll anstrengend. Aber geht natürlich. Geht halt immer nur der daneben. Das habe ich jetzt vorher nicht so kapiert. Bisschen anstrengend, aber ich gehe mal hier lang. Muss das jetzt auch noch ein bestimmter Sonnenstrahl sein? Gehen alle jetzt? Komm. Funktionier einfach. Genau, danke schön. Dreh die Symbole so, dass sie den entsprechenden Tafeln entsprechen. Ich mag sowas nicht. Oh, danke, die sagen mir Bescheid. Das finde ich schön. Dann sind die auch richtig. Der ist richtig, habe ich mir fast gedacht. Aber ich finde das, ich mag lieber auf die Dinge selber klicken und jetzt nicht mit diesen Pfeilen in der Mitte. Das ist ein bisschen schwierig, finde ich. Ja, Leute. Der leuchtet der jetzt schon oder nicht? Nee, die Sonne, das muss dahin. Der mit dem Mond, der muss ja eigentlich, glaube ich, langsam runterkommen. Genau, der muss dahin. Der gehört dahin, der gehört aber nicht hierhin. Oh. Okay. Ja, okay, die beiden sind jetzt richtig. Schön. Der ist auch richtig. Wo gehörst du jetzt hin? Du gehörst dahin, okay. Das heißt, die beiden müssen noch getauscht werden? Weil die alle stimmen? Sehe ich das richtig? Ja, du gehörst hier hin, okay. Aber du gehörst dahin. Oh Manno. Oh, ich will das hier nicht kaputt machen. Aber ich muss es irgendwie kaputt machen, nämlich ich muss auch erstmal kapieren. Also die sind schon mal richtig, das ist ja schon mal super. Oh. Ah, sowas dauert mal lange. Wie kriege ich dich jetzt da weg? Dich Grünling. Dich hier da irgendwie weg. Dich getauscht. Das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt müsste der noch da oben hin. Wie mache ich das jetzt?
Der muss eigentlich hier hin. So, kann man das irgendwie regeln? Nee, ne? Ah, oh, ich krieg's immer nicht gebacken. Natürlich nicht, weil der muss jetzt schon wieder einen weiter. Das war schon wieder doof. Ich habe keine Lust mehr. Können wir das mal bitte überspringen? Ja, bitte. Komm. Ich habe keinen Bock mehr. Eine magische Bodenstange, das sollte ich Jack sagen. Sorry, aber irgendwie habe ich gerade gedacht, dass ich mitten in der Aufnahme bin und vergesse manchmal, was ich vielleicht auch mal einfach an euch denken sollte, die da sitzen und mach mal hin, ne? Okay. Eine magische Bodenstange, das sollte ich Jack sagen. Ja, ich weiß, weil jetzt, klar kann man das schaffen so, aber ich, mir geht die Zeit gerade flöten. Eine magische Bodenstange sollte ich Jack. Jack, die Bodenstange. Look out! Detective, I'm going to need your help getting out. Here, take this. You'll need it inside my cottage. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel mit dem Rätsel. So dieses, oh komm, das hätte man ja wohl schaffen können. Klar, hätte ich das jetzt schaffen können, aber gibt so Momente, wo selbst ich manchmal so denke, ja komm. Warum muss ich das jetzt so auf Zwang schaffen? Am Podium der Statue fehlt ein offizielles Abzeichen. Ich weiß aber, dass wir zumindest... Komm. I'm pinned under this rock. Ja. Hier ist noch wieder ein Stinksbums, aber ich kann ja schon mal die andere Hälfte erstmal reinpacken. Da gehen wir gleich hin und jetzt machen wir das Wimmelbild. Ach ja. War jetzt einfach gegen Ende so, weiß ich nicht. Einfach denklastig. Suchen wir nur noch dieses kleine Ding hier. Da. So. Was haben wir? Einen Webstuhl. Was haben wir hier unten vor allem? Ich frage mich, wofür die Bretter auf dem Boden sind. Das ist also seine kleine geheime Folterkammer hier, Engelsflöte. Ach, die können wir dem Engel geben. Da hat wohl der ein oder andere Dieb versucht, sich Jacks Beute zu sichern. Auf Jack ist ein beachtliches Kopfgeld ausgesetzt. Darauf scheint er auch noch stolz zu sein. Dieser Kerl hat einen hohen Preis für seine Oh Mann, dieser Raum ist extrem gut abgesichert. Ich frage mich, wofür die Bretter auf dem Boden sind. Ja, what mache ich jetzt? Jetzt gehe ich erstmal raus hier wieder. Und gebe dem anderen Engel seine Flöte. Gucken, was passiert. Müssen wir die anderen... Nee. In diesem kalten Grab liegen nur wenige Gegenstände. Unter anderem aber eine Halskette zum Andenken an Emma. Die können wir nicht mitnehmen. Okay, die bleibt da also liegen. Die Statue wurde wohl im Gedenken an seine Verlobte Emma errichtet.
Warum ist Emma tot? Emma ist bestimmt gar nicht tot. So. Ritteremblem. Das wird ja wohl hier jetzt aber nicht reingehören. Nee, wir haben nämlich ein Ritteremblem und wir haben das Königsemblem. Das gehört also alles so ein bisschen woanders hin. Königinfigur, Springbrunnschlüssel. Wow, was gibt's hier? Hier können wir die bestimmt einsetzen. Ah, da ist der Bogen. Warte, den setzen wir mal gleich hier ein. Bitteschön. Ja? Was fehlt ihm denn jetzt noch? Wahrscheinlich seinen Robin Hood-Hut, ne? Nehme ich mal an. Okay. So, dann setzen wir den Ritter mal ein. Und den König. Den König! So. So, und nun? Das Rätsel muss ich jetzt aber schaffen. Das darf ich jetzt nicht aus Frust überspringen. Oder Genervtheit oder sagen wir einfach fehlender Konzentration. Was denn nun? Als erstes ein Schwert. Ja, dann passt doch der Ritter. Dann hier Bauer, der Typ hier. Die Putzfrau, der König, der Alchemist und der Magier. Das war jetzt auch nicht so schwer. Wähle die richtigen Knöpfe aus, um das Symbol auf dem Hinweis zusammenzusetzen. Wie, wähle die richtigen aus? Achso, soll ich jetzt das hier suchen? Also der da? Das zackige Ding. Den da. Das Stachelding. Die Axt. Ist das die? Ich glaube schon. Ah, das sieht alles so ähnlich aus. Wo ist der Unterschied? Zwischen dem und dem. So ein bisschen kleiner, ne? Ich nehme mal den. War das der richtige? Oh oh. Gott, was passiert denn jetzt? War das ein Fehler? Und deswegen und so? Nein, ich darf durchgehen. Es muss also irgendwie richtig gewesen sein, auch wenn ich nicht weiß, was mit dem Ding los ist. Ich denke mal, ich brauche mir keine Sorgen mehr wegen der Feindsmann. Ja, dann geh mal durch. Die nehmen wir mit, die Sachen. Der goldene Froschkönig kommt mir bekannt vor. Oh Mann, angesichts der alten Dinge hier sollte ich vorsichtiger agieren. Das nenne ich ein Vermögen. Kein Wunder, dass Jack diesen Platz so gesichert hat. Dieser Stein schwebt dank der guten alten blauen Kristalle durch den Raum. Könnte er aus dem Königreich der Lüfte stammen? Kann ich hier den anderen da auch noch zutun? Was kann ich da rein tun? Ah, Webstuhl. Das nicht, aber sie... Und er fehlt aber noch, der König. Ist das eine Kopie oder der echte Spiegel aus dem Schloss der Schneekönigin? Oh, wenn das der wäre, wäre auch krass. Was ist das? Ach, der Hut für Robin. Diese Karten sind von Bewohnern der Stadt. Sie bedanken sich für Jacks Großzügigkeit. Das ist ja süß. Okay, nichts los hier. Nette Erinnerung hier, auch das Cape von Rotkäppchen, Rotkäppchen-Montur. Jack muss eine der Frauen des Rotkäppchen-Ordens gekannt haben. Also es sind ja alles Sachen aus den vergangenen, ja, das ist ein Glasschuh. Wie ist Jack an einen von denen gekommen? Also alles Sachen von den alten Dark Parables-Teilen, sehr, sehr cool. Dann sieht man wieder so eine Verbindung zwischen den Spielen, finde ich cool. Aber was kann man jetzt hier noch machen, außer das Einsetzen, glaube ich, gerade nicht viel. Ah, da ist das Emblem gewesen. Habe ich übersehen. So, packen wir mal rein. Gibt's gleich wieder was zu tun. Vor Jahrhunderten hat sich der Regierungsrat heimlich gegen den König verschworen. Es wurde vermutet, dass ein mächtiger Schatz ihn verdorben hatte. Aha. Wie können wir ihn denn eigentlich mal langsam hier rausfällen? Schemazeichnung. Ach, warte, der Stern, der kann doch auch noch hier rein. Jetzt, wo ich den Stern da sehe. So. Da ist die Königsfigur. Offensichtlich sind es die blauen Kristalle, die es dem Königreich der Lüfte ermöglichen, zu schweben. Davon haben wir auch einen. Bitteschön. Nu? Ich sollte besser nach einem Schaltplan suchen, bevor ich mich dazu schaffe. Hier, Schemazeichnung. Okay. Hier fehlt ein Gegenstand mit Flügeln. Bitteschön, haben wir auch schon. Erstaunlich, das Ding kann auf einmal fliegen. Vielleicht kann ich den Felsbrocken, unter dem Jack liegt, ja mit Hilfe des Luftschiffs bewegen. Und wie? Dafür gehe ich erstmal hier wieder runter und packe die Königsstatue, glaube ich, am besten hier rein.
Ja, klar, damit wird's bestimmt gehen. Arznei. Was mache ich denn jetzt damit? Keine Ahnung. Wir geben dem Robin den Hut. Und was kriege ich? Hier hat Jack etwas über einen mächtigen Schatz im Königreich der Lüfte notiert. Drehkopf, lange Kette. Okay. Ja, nein, weiß nicht. Was mache ich jetzt? Jack, sag doch mal was dazu. Ich muss mich beeilen. Jack hat Schmerzen. Zuerst sollte ich Jack helfen. Aber irgendwas muss man doch machen können. Hier mit dem Ding. Kannst auch Arznei kriegen schon mal. Kette vielleicht? Jawohl, okay. Thanks for freeing me. Detective. Ja, ich hab. Hab ich schon. Can you get a healing potion from my cottage? I feel much better now. Let's head on to the Sky Kingdom before the Prince comes back. Wollte eigentlich nur, dass man den Text lesen kann, aber okay. Dann lass uns mal losgehen. Dir geht's ja wieder gut. Dieses improvisierte Flugzeug war wirklich hilfreich. Ja. Ich frage mich, ob das der König ist, der für korrupt gehalten wird. Mach ich mit dem Rekord? Keine Ahnung. Aber wir können ja jetzt hier weg. Los geht's. You will not set foot in our kingdom again. Go! Are you the fairy tale detective? I'm glad you're finally here, Detective. But the Sky Kingdom does not welcome trespassers. You should probably look in Prince Hugh's room over there if you want to stop the Sky Kingdom from falling. Be careful of the princes. If they see you, they'll have your head. I have to go. Good luck, Detective. Aufgabe aktualisiert, Kapitel 3. Zum Glück lebt Emma und es geht ihr gut. Aber Jack. Ja, wie es Jack geht und überhaupt, das sehen wir hier mit Sexy Lady im nächsten Part von Jack und das Königreich der Lüfte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.